Gott, nein. Wir reisen zu Secret Order 2. Ob wir jetzt Mike Tyson treffen? Another new world, as unfriendly as all the others. It looks like the last seal is in that castle on the horizon. Ich würde ja nicht sagen, dass das Schloss am Horizont ist, aber ich verstehe schon, dass dein Horizont ein bisschen eingeschränkter ist. Ist schon okay. Hey, Captain Hunchback. Hello, Vanessa. I'll be brief, for I cannot stay long in this world. But my soul will go neither to hell nor to heaven till I complete what I've started here. The seals were passed to me by the one who called himself the Archbishop Benedict. He made me take them out of the temple and leave them in other worlds, but this cost me my life. My soul won't be at peace until the seals are found and returned to their places. By the way, I saw your grandfather Abraham Van Helsing. He was in this world, but I didn't have the strength to talk to him. Okay, unser Großvater hängt hier irgendwo ab. Und ist euch mal aufgefallen, dass Captain Giovanni Hunchback die gleiche Stimme hat wie der Mithril-Ringgeist in der Unterwelt oder in der Zwischenwelt? Die beschummeln und behumsen uns doch hier alle. Ich sag's euch. Oh Gott, Minispiele, schnell weg. Wow, ist... Okay, eine von 6. Ich dachte gerade schon eine von 8. Also das macht es nicht viel besser, aber... Wow. Wow. Welch fantastisches Minispiel. Hier fehlt aber was, ja. Das ist nicht das, okay. Okay, das ist das. Was geht denn? Oh nein. Weißt du, diese Kutsche ist schon vollgemüllt bis zum Rand und wir schmeißen einfach, weißt du, wir schauen so in unsere kleine Damenhandtasche, die natürlich, wenn man reingreift, irgendwie in eine Paralleldimension geht und ziehen da einfach mal Sachen raus und schmeißen halt noch mehr Kram in die Kutsche. Beste Idee. Warum? Warum? Ich meine, sonst ist es immer noch so, okay, wir brauchen halt ein bestimmtes Teil und müssen halt vorhin ein bisschen aufräumen, bis wir das finden. Okay. Was ist das? Ein Auge. Was denn jetzt für ein Auge? Granatapfel. Okay, wo der Ring hingehört, habe ich noch keine Ahnung. Flügel. What? Was auch immer da drin ist. Der Fiddlestick gehört auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal dahin. Kiefer gehört an das Teil ran. Was ist das? So, wir haben hier irgendwo die Kappe von einem Füller. Gehören die Wings vielleicht an das Vieh? Nicht so. An die Eidechse? Auch nicht. Daran? Nein. Hat jemand seine Kreditkarten vergessen? Ich weiß, was ein Pencover ist. Ich sehe nur den Stift nicht. Klar, die Flügel müssen an das Teil. Vollkommen logisch. Habe ich sofort erkannt.
ehrlich gesagt nicht so die Ahnung. Kommt der Ring da einfach mit rein? Nee. Nicht so die Ahnung, was wir mit dem Ring machen sollen. Wo die Feder fehlt, weiß ich auch nicht. Feder könnte an dem Pfeil fehlen? Nee. Haben wir irgendwo einen Hut oder sowas? Der Ring kommt bestimmt hier rein. Nicht, das können wir nicht aufmachen, okay. Vielleicht liegt irgendwo ein Finger, ja, war auch schon meine Idee. Vielleicht können wir den ja da hinten an den Handabdruck stecken. Oder hier geht einfach noch was auf. Und da muss sowohl das hin. Als auch das hin. Ist es nichts von beiden ein Tintenfässchen? Okay. Dann nehmen wir doch das Tintenfass. So. Wir nehmen den Türklopfer mit. Na klar. Wow. Moment, war das nicht gerade noch da? Restore the drawing by pressing the buttons to move the stripes. Kommt mir das nur so vor oder ist das hart behindert? Ich finde, das sieht gut aus. Na, da hat sich aber mit seiner Türsicherung jemand richtig Mühe gegeben. Wie gut, dass das, dass man erst den Türklopfer holen musste. Sonst hätte da ja jeder rangekonnt. Da fehlt ein Teil vom Mosaik, das ist sehr traurig. Irgendwie müssen wir das Tor anheben. Oh, Hauptsache hier oben ist nur Action. Ganz klar. Oh Gott. Warum sind hier eigentlich schon wieder 18 Baustellen? Ich finde das nicht gut. Okay, wo können wir denn weitermachen? Hier. Okay, da müssen wir die 6 Fledermausfiguren finden. Das ist... Okay, wir müssen aber auch erst alle 6 haben. Dann nehmen wir doch einfach diese beiden Teile mit. Und hämmern hier mal das Ding weg. Beste Animation. Finden hier ein Symbol. Mit diesem Symbol gehen wir nach hier. Vielleicht. Nicht. Geht hier noch was? Angeblich geht hier was. Ah. Okay. 2 von 6. Bitte, danke. So, jetzt haben wir hier den Sparehead. Damit können wir das Ding aufkriegen. Dieser Wirbel drin und dann können wir hier schon wieder, ah ja, jetzt nachdem wir Müll reingeworfen haben, müssen wir jetzt Müll raussammeln. Vollkommen klar. Das ist Parfüm auf jeden Fall.
Was auch immer das war. Die Brush ist hier. Dann die Glocke habe ich ja auch schon gesehen. Ach, fuck, wo war die denn? Übrigens, Spoiler, der Türklopfer, den wir mitgenommen haben, der ist noch hier. Hier ist die Glocke. So, mal wieder eine Spinne und ein Fächer. Das sind ja ganz neue Sachen. Das ist die Spinne. Eine Pfeife. Was ist das da eigentlich? Halt einen Haufen Gerümpel drin, aber man erkennt halt nichts. Hier ist die Trombone. Alarmglock brauchen wir noch. Das Notebook liegt hier. Die Statuette ist hier. Da ist auch die Smoking Pipe direkt daneben. Können wir an den Dingen ziehen. Wir können das... Dann wir nehmen natürlich nicht den Zettel mit. Wir nehmen die zwei vom Zettel. Hier ist die Schnalle. Die gehört auf den Schuh. Dann nehmen wir den Schuh with a buckle mit. Dann brauchen wir noch Ribbon und Bracelet. Das kann er jetzt. Hier ist der Ribbon. Und der Armreif. Hier ist ein super Armreif. Bracelet. Ah. Da war's. Alright. Damit. Was ist das? Ach, ein Wagenheber. Dann können wir jetzt hier rein. Wow, und hier ist Party. Vanessa, be extremely careful. Hundreds of vampires were sleeping the eternal sleep here until recently. But someone from our order, who betrayed the order's ideals, has made all the preparations for waking them. They needed only the seal of life to complete this process. And I was foolish and naive enough to bring it here. The power of the seal raised an entire host of monsters. Vampires, ghouls, werewolves. I became their first victim. They won't wake up until the sun goes down, so you'd better hurry up. Take the seal while they're sleeping. Wo kommen denn jetzt Vampire her? Werft mal hier einen Blick auf den Sarg. Ja? Und jetzt werft mal hier einen Blick auf den Sarg. Was fällt euch auf? Oh, ich hab kein... Ich hab echt keine Lust mehr, Müll in die Gegend zu werfen. Das ist echt einfach... die schlimmste Form von Wimmelbild, ganz ehrlich. Birne kommt da hinten in die Schale. Okay. Der Flügel kommt hier an... Kommt nicht an den Gargoyle. Kommt hier an den Gargoyle. Dieser... Na, ich weiß nicht, ob ich das Fuß nennen möchte, aber dieser Fuß... Fenster auflüften, Licht reinlassen. Ja. Easy going. Fenster auf und lüften wäre hier, glaube ich, auch mal eine gute Idee. Fällt mir gerade so auf, aber... Ich habe keine Ahnung, wo dieser Fuß hin muss. Ein Messer.
Der Fuß muss bestimmt hier in den Handschuh. Die Feder kommt bitter an den Hut, oder? Danke. Spore. Irgendwo ein Stiefel? Also Vampire mit Cowboy-Stiefeln sind jetzt zwar auch eher selten, aber ich wüsste nicht, wo ich das Ding sonst ranpacken soll. Da hinten sind Schuhe. Kommt es aber nicht ran, okay. Noch ein Korkenzieher und eine Krähe. Oder ein Raben. Ich sehe hier eine Menge Kelche, aber keine Flaschen, wo ich einen Korkenzieher für bräuchte. Was ist das? Ah, das ist eine Walnuss. Ja, na klar, habe ich sofort erkannt. Beste Walnuss aller Zeiten. Was? Das ist doch ein super Nussknacker hier, nicht? Okay, schade. Okay, natürlich kommt der Vogel in den Käfig, das ist vollkommen logisch. Die Spinne kommt garantiert auf das Netz hier, das macht Sinn. Aber was ich mit dem Rest mache... Keine Ahnung. Können wir den Sarg einfach wieder zumachen und die Wimmelbildszene überspringen? Ja, fände ich super. Können wir hier noch irgendwo reingucken? Können wir noch irgendwas aufmachen? Ich habe das Gefühl, mir fehlt hier irgendwie massiv was. So. Dann kommt da schon mal die Nuss hin. Hier kommt auf jeden Fall auch der Korkenzieher hin. Was? Was ist das? Okay, das ist wahrscheinlich das Teil, was wir da mitnehmen. Hier kommt der andere Chickenfoot hin. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Messer mache. Nichts hier offenbar. Ah, natürlich. Das Messer kommt da rein. Vollkommen klar. Und das Teil kommt warum genau dahin? Oh, wir haben einen Glasschneider. Dann können wir damit ja jetzt hierhin zurück und können das... How is your investigation going? Good, thank you. I'm close to finding the last seal. Sounds excellent. That means the Order chose the right person to complete this mission. Thank you for the confidence. Since things are going well and you don't need my help, I'll leave you for a while. See you again. Dann können wir ja jetzt endlich dieses Teil hier rausschneiden. Da fehlen noch mehr Teile, okay. Dann können wir das Teil jetzt... Das macht überhaupt keinen Sinn.
Warum ist in dem Kloster in einer Glaskugel eingeschlossen das Siegel für einen Sarg in der Vergangenheit? Was? Hier können wir nicht einfach anzünden? Nicht. Ach so, das stört ihn auch gar nicht. Ja, na dann. Easy. Dann können wir jetzt hier aufschließen. Oh boy. Okay, wir müssen erst Symbole rausfinden, bevor wir da weitermachen können. Puh. Ich mach mal so 5 Minuten Pause. Finde vielleicht auch 6 und mach mir mal noch einen Kaffee. Das halte ich für eine total gute Idee, weil sonst überstehe ich das hier nicht. Alter Finne. Boah, wir sehen uns gleich wieder.